Hi, ich bin Tom. Willkommen in einer weiteren Videofolge und heute möchte ich dir einfach ein kleines Survival-Hack vorstellen. Und zwar geht es darum, wie du dir selber so kleine Vorratsröhrchen machen kannst, in welche du einfach kleine Dinge aufbewahren kannst. Gut, was brauchen wir dazu alles? Zum einen brauchst du einmal ein Kunststoff-Trinkröhrchen, bekommst du entweder überall im Handel oder auch, sage ich jetzt einmal, bei sehr vielen Fastfood-Imbiss-Restaurants bekommst du diese auch. Dann brauchst du eine Schere, dann brauchst du eine Spitzzange, ein Feuerzeug, ein kleines Blatt Papier und eben, was du in diesen Röhrchen aufbewahren willst. Ich habe hier ganz normales Salz. Als erstes nehmen wir jetzt einmal unser Kunststoffröhrchen und die Spitzzange. Dann machst du das einfach so, dass du hier am Ende zusammenzwickst, lässt aber ein bisschen von dem Kunststoffröhrchen hier überstehen. Dann nimmst du ein Feuerzeug und verschweißt einfach ganz vorsichtig hier das Ende. So. Das ist hier jetzt am Ende hier verschweißt, dann schneidest du dir einfach eine Länge ab. Ich nehme das jetzt mal hier. Dann nimmst du das Blatt Papier, faltest es einmal in der Mitte, damit du hier so einen Knick hast. Ich gebe jetzt hier einfach mein etwas Salz rein. So, und jetzt setze ich die Kante hier am Röhrchen auf und lasse jetzt ganz vorsichtig das Salz in das Röhrchen hinein. So, okay. Und jetzt wieder, Hopfen ist etwas gleich, nimmst du wieder die Spitzzange, zwickst hier am Ende zusammen. Wenn du hier etwas zu viel hast, kannst du nochmal etwas mehr wegschneiden. Nimmst dann wieder das Feuerzeug und verschweißt hier das Ende wieder. So, und fertig ist hier ein kleiner, luftdicht verpacktes Röhrchen mit Salz. Das kannst du dir eben ganz leicht irgendwo in deinen Rucksack verstauen und mit nach draußen nehmen. Aber nicht nur solche Vorräte kannst du dir in so ein Röhrchen einschweißen. Du kannst auch zum Beispiel hier so kleine Anzündstäbchen wasser- und luftdicht einschweißen. Und wie das geht, zeige ich dir jetzt. Dazu brauchst du hier einmal Vaseline, einen normalen Wattepad oder kleine Wattestäbchen und wieder ein Röhrchen. So, was machen wir jetzt? Das gleiche wie vorher. Einfach das Ende wieder zusammenschweißen. So. Dann tränkst du einfach diese Wattestäbchen hier in dieser Vaseline. Einfach nur kurz einreiben damit. Das zweite auch. So, dann nehmen wir beide.
stecken Sie hier in das Röhrchen. Etwas hineinschieben. Dann wieder das Ende zusammenzwicken und wieder einschweißen. Und fertig ist eine wasser- und luftdicht verpackte Anzündmöglichkeit. Ein Video darüber mit verschiedenen Anzündhilfen habe ich schon gemacht. Den Link dazu findest du jetzt hier eingeblendet. Ja, das war's auch schon wieder. Ein kleines und feines Kurzvideo über sogenannte Survival Hacks. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Und sofern du es möchtest, sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Tschüss, bis dann. Euer Dom.